Willkommen zu meinem Free-to-Play-Projekt hier im Spiel Everdell. Wenn ihr in Zukunft keine Erfolge mehr verpassen wollt, lasst am besten direkt ein Abo und ein Like da. Und wir schauen wieder als erstes in den Shop. Hier gibt es für uns einmal 14 Gratisbeeren. Und ansonsten haben wir hier unten noch eine Gratis-Dekoration. Sehr schön. Nehme ich auch immer gerne mit. Dann platzieren wir die auch mal als erstes. So. Und dann seht ihr schon, es gibt ein paar Gebäude, die ausgepackt werden wollen. Denn ich habe zwischen den Folgen natürlich fleißig die Gebäude weiter geupgradet. Da habe ich zum einen das Stone Lager auf Level 3 gebracht. Somit können wir jetzt 120 Stein lagern. Ja, wir jetzt beide auf Level 3 haben. Dann habe ich einmal diese Hütte und diese Hütte geupgradet. Und hier hinten noch das Holzlager. Das habe ich nicht nur einmal geupgradet, das habe ich, glaube ich, dreimal insgesamt abgegradet. So, dass es jetzt ebenfalls auf Level 5 ist, wie auch die beiden anderen Holzlager. Das heißt, wir können jetzt 180 Holz lagern. Das ist auf jeden Fall schon mal vernünftig. Dann sammeln wir hier nochmal schnell 6 Honig ein. Außerdem habe ich auch weiter geforscht. Und zwar habe ich hier noch den Trank erforscht, die Stone Mansion. Den Stone-Menschen-Trank und jetzt bin ich dabei, hier das Level Up für das Steinlager zu erforschen. Das Ziel ist ja immer noch hier hinten die neue Hütte und damit auch der neue Villager. Genau, das ist so das, was zwischen den Folgen passiert ist. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt bei Otto vorbei. Hier können wir einmal 3 Zucker abgeben, 11 Eier, dann nochmal 12 Eier, nochmal 3 Zucker, 18 Holz und eine Hose. Und natürlich noch hier den Salzpott. So, jetzt brauchen wir Clay und noch mehr Pötte. Das heißt, wir stellen mal einen Villager hier. Moment, da müssen wir erstmal hier im Valley das Weizen abholen. Dann haben wir nämlich auch den Villager frei, der hier aufs Clay Farmen trainiert ist. So, dann kann der einmal Clay farmen. Dann müssen wir hier noch die Eier einsammeln und Pötte herstellen. Ich glaube, dann wechsle ich auch mal. Holz brauchen wir nicht farmen, da haben wir genug. Dann kann Tisch ja lieber hier noch mit Clay farmen. Dann geht das ein bisschen schneller. Dann schiebe ich immer noch das eine Lager hier hinten hin, damit sie nicht so weit laufen muss. So, damit haben wir erstmal hier im Dorf soweit alles erledigt. Dann gehen wir jetzt hier ins Rally. Das Event, was hier unten war, haben wir erfolgreich abgeschlossen. Hier oben haben wir jetzt schon Neues, da haben wir Stage 1 geschafft. Jetzt geht es hier darum, Stage 2 zu schaffen. Da müssen wir wieder unsere Villager abstellen. Da werde ich dann nachher auch noch ein paar reinschicken, aber jetzt gerade sind ja alle beschäftigt. Deswegen schicke ich da jetzt erstmal keinen hin. Ansonsten sind wir immer noch dabei, die Bakery auf Level 3 zu upgraden, hier das Builders Guild zu bauen und das Research gilt auf Level 2, glaube ich. Ach ne, auf Level 3 tatsächlich schon. Upzugraden. Genau. Können wir mal eben auf den Schiffen vorbeischauen, um ich glaube... Oh Mann! Das war so geil!